EA Sports. It's in the game. Moin moin liebe Gaming-Freunde zu einem neuen Video Madden NFL 2022. Heute geht's um die Trophäe Change of Scenery und wir müssen im Franchise-Modus einem NFL-Team einen Umzug spendieren, aber nicht irgendeinem NFL-Team, dazu gleich mehr. Ihr geht zum Start einmal auf Franchise, anschließend unten auf Create New League. Und dann Use Real Life NFL Roster, also bleibt praktisch dort stehen, was jetzt schon gelb angemarkert ist. Entscheidend bei der Trophäe ist, ihr müsst die Tennessee Titans nehmen, denn die haben mit ihrem 23 Jahre alten Stadion am meisten Bedarf für einen Umzug. Also wir wählen im nächsten Schritt die Titans. Und wir gehen in dem Schritt jetzt hier auf Change Role. Das ist ganz entscheidend, denn wir müssen nicht als Trainer auftreten, sondern eben als Owner. Somit einmal Change Role, einmal auf Owner gehen und ihr bleibt vorne bei Former Player. Das ist wichtig, Former Player wählt ihr aus. Ihr könnt den Namen einfach so lassen hier, müsst keinen Vor- und Nachnamen nehmen. Geht auf Accept und dann können wir das Spiel schon starten. Und jetzt ist es super wichtig, ihr müsst bis zu Week Nummer 5 vor simulieren. Auf Advanced Week ganz unten simuliert ihr euch vor bis zur Week 5. Wenn wir hier auf Stadium gehen, das ist entscheidend im ersten Schritt, geht ihr weiter unten auf Relocate. Das Ganze ist ein Prozess und geht nicht sofort vonstatten, also ihr müsst euch ein bisschen vorarbeiten, bis zur Week 5. Wenn wir Schritte zurückgehen jetzt hier in dem Fall, seht ihr schon unten Advanced Week. Klickt euch dort durch, bis ihr bei Week 5 seid und dann habt ihr oben Start Relocation. Jetzt geht das Ganze los in den ersten Schritten. Einmal draufklicken. Und dann View Available Cities. Hier könnt ihr mögliche Städte euch anschauen, die ihr in die Verlosung mit reinnehmen wollt. Aber wir nehmen jetzt einfach mal hier die San Diego Gemeinde und gehen dann eins weiter runter wieder auf Advanced Week. Gehen in die nächste Woche Nummer 6. Dort seht ihr schon ganz oben Juice Name. Und wir sind aktuell die Titans und ich würde sagen, nehmen wir einfach mal die Red Dragons. San Diego Red Dragons sollen sie dann wohl heißen. Wenn ihr es ausgewählt habt, geht ihr wieder weiter runter, ganz ans Ende zu Advanced Week und simuliert euch eine Woche weiter in Woche 7 und könnt hier Choose Uniform wählen. Auch das ist vollkommen egal, was ihr wählt. Einfach fix was auswählen, mit A bestätigen. So dass wir dann final uns wieder in die nächste Woche vorsimulieren. Und das ist dann Advanced Week in die Week 8. In die 8. Woche hinein. Denn dort können wir dann final das neue Stadion aussuchen. Und es ist auch dort vollkommen egal, was ihr wählt. Ich habe final jetzt hier für die Trophäe das Basic Stadium genommen, ist aber auch vollkommen egal. Und jetzt wird es entscheidend, wenn ihr das gemacht habt, unten mit A bestätigen, Beginn des Baus. Und ihr müsst euch jetzt an dem Punkt weiter simulieren mit Advanced Week zu Sim to Super Bowl. Also ihr simuliert die komplette Saison durch und wenn ihr dann die Saison beendet habt, ploppt die Trophäe auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. An der Stelle, keep gaming.